den Sternen. Nach einer langen Reise liegt der Planet Nexus endlich vor uns. Wir nähern uns dem Eldernkomplex. Chembot 1, Chembot 2, seid ihr drauf? Unser Werk auf diesem Planeten ist größer. Es ist von wahrhaft göttlichen Ausmaßen. Wir werden die uralten Geheimnisse von Nexus offenlegen. Schon mal das Gefühl gehabt, dass irgendwas total nicht stimmt? Das ist nicht gut. Überhaupt nicht gut. Bei den Göttern, du bist wunderschön. Ich werde euch zeigen, was wahre Kraft ist. Schon bald wird alles klar werden. Hallo und willkommen zu meinem neuen Projekt. Zusammen mit Morty! Hallo! Und zwar spielen wir, wie hoffentlich unschwer zu erkennen, da wir ein Schaf sind, Wildstar. Jetzt, nachdem ich Rift endlich abgeschlossen habe, also noch nicht wirklich, weil ich nehme schon vorher auf, aber Ich habe bei Rift schon angekündigt, dass das nächste ein MMORPG Together wird mit Morty. Das habe ich nicht angekündigt, aber es ist mit Morty. Yeah! Ja. Und jetzt suchen wir uns einen Realm aus. Würde ich sagen. Ja. Okay. PvE, PvP? PvE, ich spiele nicht PvP, du bist ja lustig. Möchtest du Jabbit 1 oder Jabbit 2? Ich krieg hier NT 1, NT 2 angezeigt. Ich krieg nur Jabbit 1 und Jabbit 2. Aha. Interessant. Fängt ja gut an. Ja. Okay. Ich krieg wirklich nur die vier angezeigt. Ich hab auch nur vier, und zwar Jabbit 1, Jabbit 2 und irgendein Luminae. Ich hab Entity, Entity 2, Warhorn und Warhorn 2. Hä? Bin ich jetzt irgendwie USA gelandet oder so? Ich weiß eigentlich erst. Hast du nicht Deutsch eingestellt? Und ich weiß, was du eingestellt haben könntest. Und zwar bei da müssen wir nochmal raus. Okay, Moment. Okay, nachdem wir Morty jetzt geholfen haben, aus Nordamerika rauszufinden und zurück nach Europa zu kommen. Ja, ich darf wieder nach Hause. Ja, spielen wir auf Jabbit 1. Auf Jabbit 1, genau. Okay, gut. Und wir erstellen einen neuen Charakter. Wir machen das auch extra so, dass wir das dann nebeneinander schneiden, damit ihr unsere beiden Charaktere sehen könnt, weil einer ist ja blöd. Müssten wir dann nicht auch... Ach, wir können ja mit dem anderen den Ton löschen. Ist okay, gut. Okay, Charakter erstellen. Erfahrung wählen. Anfänger, ist das dein erstes MMO? Fange hier an, um Steuerung und Bewegung zu erlernen. Nein. Neu bei Wildstar. Du kennst MMOs, aber nicht Wildstar. Fange hier an, um das Kampfsystem und die Hintergrundgeschichte von Wildstar kennenzulernen. Und erfahren, du bist schon ein Wildstar-Veteran. Fange hier an, um direkt zur Oberfläche von Nexus zu gelangen. Das haben wir ja nicht. Wir haben hier noch raus aus den Federn, erwache an Bord der Weltraumarche deiner Fraktion gerade rechtzeitig, um ein Unglück zu verhindern. Nehmen wir? Neu bei Walzer, ja, nehmen wir. Okay. Weiter zum Volk. Dann können wir uns aussuchen. Also wir können... Achso, die kann ich mir jetzt alle erstmal angucken, ja, ne? Mhm. Aber ich sehe die nicht näher. Ist ja doof. Okay, also, ein Granok.
Was ist das denn? Ach so, kann ich sozusagen... okay. Also das ist die Fraktion Verbannte, ja? Genau. Links Verbannte, rechts das Dominion. Okay, ein Granok. Von ihrer Heimatwelt Gnox verbannt, nachdem sie eine Invasion ihrer Heimatwelt Gnox durch das Dominion zurückgeschlagen hatten, begaben sich die Granok ins All, um sich als intergalaktische Söldner zu verdingen. Mit ihren Körpern aus Stein und Nerven aus Stahl hinterlassen die Granok immer einen bleibenden Eindruck auf dem Schlachtfeld. Ich hätte gerne alles in weiblich. Gibt's Granok nicht in weiblich? Oder ist das weiblich? Das ist weiblich. Oh. Okay, spielst du eigentlich einen männlichen oder einen weiblichen Charakter? Denke, ich würde einen männlichen spielen. Okay. Gut. Wobei, die kleine Aurin ist so süß. Ja, lassen wir das. Okay. Krieger, Sanitäter, Techno-Pionier. Okay. Dann haben wir die Mordesch. Auch nicht viel hübscher. Die gesamte Spezies der Mordesch wird zum Siechturm einer hoch ansteckenden Seuche geplagt. Vom Siechturm, okay. Nachdem ihre Heimatwelt Grismara von einer Blockade des Dominion unter Quarantäne gestellt wurde, hoffen die Mordesch auf Nexus ein Heilmittel zu finden, bevor ihre Kultur vollständig untergeht. Ich möchte keine Seuche haben. Ein Mensch. Oh, wie langweilig. Möchtest du kein Untoter sein? Nein. Die ersten Menschen, Verbannten, flohen von ihrer Heimatwelt Kassus. Und das ist weiblich? Okay, warte, Kassus. Nachdem eine Revolution gegen das Dominion fehlgeschlagen war. Nun, nachdem sie über Generationen hinweg an Bord der zusammengewürfelten Flotte der Verbannten im All getrieben haben, brennen sie darauf, auf Nexus eine eigene Heimat zu finden. Oh, die können aber viel werden. Ja, Menschen sind Allrounder. Die Menschen sind Allrounder. Wie in fast jedem Sci-Fi-Setting sind Menschen immer die Standard-Allrounder. Okay. Also die Granok können nur 3 Sachen werden. Die Mordesch können 5 und die Menschen 6, wie es aussieht, okay? Und dann gibt's noch die Aurin. Also die gerade finde ich ein bisschen hässlich, aber die kann man vielleicht noch ein bisschen anpassen. Die Aurin traten... Pimp my Aurin. Ja. Die Aurin traten den Verbannten bei, nachdem ihre Heimat von den zerstörerischen Planetenfressern des Dominion verwüstet wurde. Unter der Führung von Königin Miala Immerstern haben die Aurin die Reise nach Nexus angetreten, um einen Neuanfang zu wagen. Arkanschütze, Esper, Meuchler. Okay, also Meuchler hört sich nach Schurke an. Ja. Also ich kann schon mal ausschließen, Granok möchte ich nicht spielen, gefällt mir nicht. Mordisch will ich nicht spielen, Mensch ist mir zu langweilig. Wenn, dann Aurin. Andere Seite. Oh, die sind rot. Dominion. Achso, warte, ich hab die Fraktion noch gar nicht vorgelesen. Verbannte. Die Verbannten bestehen aus Flüchtlingen, Rebellen und Söldnern aus der ganzen Galaxie. Sie sind nach Nexus gekommen, um eine neue Heimat für sich zu erschaffen und sie haben nicht vor, sich kampflos vom Dominion davon abhalten zu lassen. Okay, Dominion. Das Dominion ist ein mächtiges interstellares Imperium, das die Galaxie seit mehr als 2000 Jahren beherrscht. Als Erben des Vermächtnisses der Eldar betrachtet das Dominion Nexus als rechtmäßigen Teil seines Hoheitsgebiets und hat den legendären Planeten für sich beansprucht. Okay, die Michari. Die Michari sind ein von den Eldern erschaffenes Volk von mechanischen Wesen. Seit Gründung des Dominion haben sie gewissenhaft über das Imperium gewacht und dafür gesorgt, dass es niemals ins Wanken gerät oder dahin schwindet. Die kalten, berechnenden Michari bilden das Rückgrat der Spionageorganisation der Dominion. Krieger, Meuchler, Sanitäter, Technopionier. Okay.
Draken. Die Draken sind ein Volk von... Von das Spiel stürzt ab? Die Draken sind ein Volk... So, da sind wir wieder. Nachdem dieses tolle Spiel meine Grafikkarte gegrillt hat... Ja, meine arme Grafikkarte, sie hat sich so bemüht. Ich behaupte Gegenteiliges, es war nicht das Spiel. Doch, es war das Spiel, es hat meine Grafikkarte gegrillt. Ich hatte Bluescreen und dann war gar nichts mehr und dann hat er nicht mal mehr die Grafikkarte erkannt. Dann war vorbei. Ja, und mit dem Windows Standard Treiber kann man halt nicht laufen. Richtig. Ja, das Leben meiner Grafikkarte war vorbei. Also hat Morty mir seine alte geschickt. Die 2 Jahre lang im Keller lag. Ja, aber immer noch besser als meine war. Psst. Ja, und dann war heute Morgen, nein, gestern Morgen war auch noch der Eck, die einzubauen, ja. Also das Einbauen war nicht das Problem. Dass die alte vorher rausholen. Wie lange habe ich mit dir telefoniert? Eine Dreiviertelstunde? Das eine Mal. Morty hat total komisch erklärt. Morty hat die ganze Zeit gesagt, ich soll auf den Knubbel oben drauf drücken. Ich drauf gedrückt. Wie blöd. Es hat nicht funktioniert. Ich habe mir wehgetan. Das ging nicht. Es hat nicht funktioniert. Und irgendwann, nach einer Dreiviertelstunde, als er dann endlich aufgegeben hat, so halb, er hat es an der Stimme gehört, hat er dann irgendwann gesagt, naja, normalerweise zieht man einfach nur an dem Ding und drückt von unten dagegen. Ich habe aber, er hat vorher gesagt, von oben drauf drücken. Also habe ich oben drauf gedrückt und ist nichts passiert. Dann sagt er, okay, ich ziehe und mache dann unten, bums, war das Ding draußen. Ich sagte, ziehe die Karte raus und drück von oben auf den weißen Knubbel, damit die entriegelt wird. Du hast gesagt, von oben, es war aber unten. Ich habe die ganze Zeit oben drauf gedrückt. Es war aber unten. Zum Schluss hast du unten gesagt. Und dann habe ich unten drunter gefummelt. Und dann ging das. Und dann war das irgendwie einfach. Eigentlich habe ich nie unten gesagt, aber egal. Doch, du hast ganz zum Schluss unten gesagt. Habe ich nicht, aber die Grafikkarte ist draußen. Und die neue ist jetzt drin. Also die quasi neue, die immer noch besser ist als die alte. Und ja. Hast du nicht pssst gesagt? Ich? Nein, habe ich nicht. Nein, also pssst. Ja, ja. Okay. Wir waren beim Dominion. Ja, wir waren beim Draken. Wir waren beim Draken, ja. Draken, da. Die Draken sind ein Volk von Jägern vom Planeten Mikros, die alle Aspekte des Lebens der Jagd betrachten. Vor Jahrhunderten schworen sie dem Dominion die Treue, nachdem sie von ihm erobert wurden. Heute sind diese wilden Jäger die unübertrefflichen Krieger des Dominion. Aha. Vakanschütze, Krieger, Meuchler. Ja, sieht schon so nach Krieger aus. Ich hätte eher gesagt, er wie hinterhältiges Biest, Meuchler. Die Hörner siehst du ja oben schon. Ja. Hä? Passt zu dir mit dem Kopf durch die Wand, ne? Gar nicht. So, Kassianer sehen aus wie Menschen. Das wird wahrscheinlich einfach das Menschen-Äquivalent sein, also gesehen. Du brauchst ja eine Rasse, die... genau gleich aus. Du brauchst ja eine Rasse, die einfach alles kann. Okay, Kassianer. Vor langer Zeit wurden die Kassianer von den Eldern auserwählt, um ein gewaltiges, die gesamte Galaxie umfassendes Imperium zu gründen. Ah, als stolzes und tapferes Volk sehen die Kassianer die Reise nach Nexus als Erfüllung ihres Schicksals und alle Schätze des Planeten als ihr rechtmäßiges Eigentum. Die mag ich nicht, die will ich nicht. Die guckt schon so snobbisch, ja? Okay. Ja, die guckt schon so. Oh, das ist meins, ja? Also, das geht ja mal gar nicht, das ist meins. Brutus, ja? ja? Vertreib die mal. Wobei ich den Kleinen irgendwie cool finde. Aber nicht wirklich weiblich. Diese bösartigen, soziopathischen Chua
stammen vom Planeten Betzgalor. Nach einer Intervention der Michari machten ihre technischen Fähigkeiten gigantische Fortschritte. Die Chua dienen dem Imperium als Erfinder, Wissenschaftler und Ingenieure. Man nennt es auch Gnome, ja. Aber der ist nicht weiblich. Wie sieht der denn dann in männlich aus? Genauso. Ja, okay. Wobei, weißt du, was mir aufgefallen ist, wenn ich jetzt mal so hin und her drücke? Nein, was denn? Ich finde die männlichen irgendwie cooler als die weiblichen. Ich finde, bei den weiblichen ist es wirklich nur eine weibliche Version, die nicht gut gelungen ist, von den männlichen. Ja, wobei ich sagen muss, bei den Aurien sieht es gut aus. Ja. Und ich, die Kassiana, finde ich auch, da hat es wunderbar geklappt, auch so mit dieser abstehenden Hand, ja. Ja, okay. Aber ansonsten, Wobei der Mensch immer noch ganz genauso aussieht wie ein Kassiana, nur mit das Kinn nicht ganz so hoch. Die sind identisch, ja. Wobei, weißt du, woran mich die männlichen Aurien erinnern? Sag's. Kommst du drauf? Ich habe eine Assoziation mit Elfen oder so kleinen, ja. Aber woran? Männliche Blutelfen. Wenn du dich strecken würdest, ja. Ich finde, die sehen aus wie männliche Blutelfen, klein. Wenn du sie strecken würdest, ja. Aber trotzdem, ich find die in männlich irgendwie, ehrlich gesagt, hübscher. Ob die auch so einen schönen Dancing-Mode haben? Ich will's, glaube ich, nicht wissen. So, aber entscheide dich für eine Fraktion. Ja, ich weiß. Ich bleib trotzdem bei den Weiblichen, weil ich bin nun mal ein Weib, also spiele ich auch Weiber. Ich überlege noch. Also mir sind Fraktionen ja ehrlich gesagt scheißegal. Da bin ich vollkommen ehrlich, ist es mir scheißegal, welche Fraktion ich spiele. Ich gehe davon aus, welcher Charakter mir am besten gefällt. Habe ich im WoW auch schon so gemacht. Was vielleicht ein Grund ist, warum ich Blutelfe gespielt habe. ja. Und Elfe. Hä? Und Nachtelfe. Nein, ich habe mit Blutelfe angefangen und bin dann zu Drenai. Ah. Ja. Nachtelfe kam erst viel später. Mal gucken. Also ich tendiere momentan zwischen den beiden kleinsten. Das ist schön, das ist aber immer auch keine Fraktion. Ja, Morty, davon hängt es doch ab. Die sind doch beide in verschiedenen Fraktionen. Entweder ich nehme den Schuh, weil ich den irgendwie cool finde. Mhm. Wobei die Beschreibung irgendwie ein bisschen komisch ist. Böse und soziopathisch. Ich hab da was gebaut. Ja. Du machst mir Angst. Oder. Huch! Hey, ich hab gar nicht auf Weiter gedrückt. Du kannst ja zurückgehen. Ja, oder halt die Aurin. Ich bin ein Mädchen, ich möchte ein Mädchen spielen, also nehme ich ein Aurin. Du nimmst ein Aurin. Was nimmst du? Ich werde einen Mann spielen, aber das heißt, wir spielen die Verbannten, okay. Ja. Dann nehme ich wahrscheinlich Aurin, Mensch. Also ich werde auf alle Fälle Mensch oder Aurin spielen. Der Granok gefällt mir nicht und wobei ich den Granok gut gelungen finde. Ja, aber ich habe schon so genug Kanten, ja. Da brauche ich nicht noch mehr. Der Mordisch sieht ein bisschen Psycho aus, finde ich. Nämlich irgendwie einen Untoten mit Fleisch. Ja, ein bisschen. Aber sind das nicht auch Untote? Sie werden von einer Siechtum. Ja, ich erinnere mich. Wobei ich Menschen so aller Welt finde. Ja, aber da ich wahrscheinlich
Tech-Pionier spielen möchte, bleibt nur der Mensch von den beiden. Okay. Aber gucken wir mal nach nochmal, was jetzt genau die Klassen waren, weil die haben wir uns noch nicht angeschaut. Okay. Weiter zur Klasse. Okay, die Aurin, die mir hier angezeigt wird, gefällt mir auch gar nicht. Finde ich echt hässlich. Okay, Ich habe jetzt mal Aurin ausgewählt. Das sieht eher aus wie so ein Fuchs mit riesigen Ohren. Wie so Fledermausohren. In grün. Ich versuche gerade, die Klassen mir anzugucken. Okay, also, Arkanschütze. Ich würde sagen, ach, du kannst ja dann die vorlesen, die ich nicht kann, ne? Ja, komm, hier nehme ich Mensch, kann ich alle vorlesen. Hast du nicht gerade gesagt, dass du Mensch... Ja, ich hab mir den Aurin mal angeschaut. Ich bin auf Mensch gewechselt. Ach, okay. Okay, also, ich fange oben an. Ein Esper. Esper nutzen die Macht ihres Geistes, um Gegner in die Knie zu zwingen und ihre Freunde und Verbündeten auf dem Schlachtfeld zu heilen. Also so ein bisschen wie eine Mischung aus Mage und Heiler, oder was? Heiler-Fernkampf, ja. Heiler-Fernkampf. Ach so, oben. Ja, gut, habe ich nicht gesehen. Na, mal gucken. Okay, Sanitäter können wir nicht sein. Wir können Arkanschütze sein. Was auch Heiler-Fernkampf ist. Arkanschützen verbinden arkanes Wissen mit tödlichen Schnellschussfähigkeiten, sodass sie die tödlichsten Revolverhelden der Galaxie sind. Nein, danke, ich will kein Jäger. Meuchler. Sieht sehr nach Schurke aus. Meuchler sind beispiellose Assassinen. Sie schleichen wie lautlose Raubtiere und setzen Tarnung und Rasier, Messer, scharfe Klauen ein, um ihre Feinde in Fetzen zu reißen. Nee. Also für mich bleibt eigentlich nur der Esper. Alle anderen sind nicht so meins. Ich kann mir die Klassenrüstung ansehen. Das ist wahrscheinlich für Einsteiger ziemlich hässlich. Für Fortgeschrittene nicht wirklich hübscher. Und für Spitzenklasse... ja. Genau. Das wollte ich sagen. Wie sehen denn die anderen aus vom Arkanschützen? Ja. Irgendwie ja. Cool. Irgendwie cool, aber ja. Okay. Das musst du dir angucken. Guck es dir an, Morty. Guck was dir mal denn? Aurin Arkanschütze in Fortgeschritten an. Moment, weiblich Aurin. Arkanschütze in Fortgeschritten. Ja. nein. Ach, egal. Okay, so, Meuchler haben wir noch. Ach du Scheiße, ich sehe aus wie ein Cyber-Bunny. Guck es dir an. Ich hab's gesehen, ja.